Ja, und zur Story gestern, warum ich nicht gestreamt habe, falls es euch interessiert, steht im Titel. Ich habe verschlafen. Also ich wollte ein Nickerchen machen vorm Stream, weil ich wirklich gottlos müde war. Also ich habe halt legit von Sonntag auf Montag 1,5 Stunden geschlafen und von Montag auf Dienstag 2. Also in 48 Stunden habe ich 3 Stunden geschlafen oder so, 3,5 Stunden. Und das hat mich... Das hat mich zerstört. Also ich habe es einfach nicht ausgehalten. Also ich wäre halt online gekommen, so. Also ich hätte legit nicht reden können, weil ich so müde war. Und dann dachte ich mir, na gut, bevor ich so streame, probiere ich ein Nickerchen zu machen und schaue, ob es dann geht. Und das Lustige ist, ich bin sogar aufgestanden dann nach einer halben Stunde, weil man soll ja eh nicht länger als eine halbe Stunde schlafen, sonst kommt der Tiefschlafphase und dann ist es nicht besser, dann ist es höchstens schlimmer als vorher. Und deswegen habe ich auch Wecker auf halbe Stunde gemacht. Aber dann dachte ich mir, ja komm, 15 Minuten gehen noch. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Dann bin ich das nächste Mal um 0 Uhr aufgewacht, realisiert, dass es 0 Uhr ist. Da kam mein Bruder schon zurück vom Bayern-Spiel. Davon bin ich auch im Endeffekt aufgewacht und von meinem Kaninchen. Und dann dachte ich mir, na gut, dann habe ich bis 3 gepennt. Also heute habe ich eigentlich den Todesmove gemacht. Dann habe ich nochmal bis 3 gepennt und dann bin ich um 3.40 Uhr aufgestanden und habe das gemacht, was ich eigentlich noch, bevor ich quasi verpennt habe, machen wollte. Also das Live-Video von heute habe ich dann um 4 Uhr aufgenommen, 4.40 Uhr vor der Arbeit. Und noch ein paar andere Sachen gemacht. Und dann halt legit quasi geduscht und auf die Arbeit gegangen. Crazy times. Schmeißt doppelt und dreifach XP in den Müll. Wenn du ohne Leecher spielst. Das ist nicht umweltfreundlich. Tötest Monster, arme, unschuldige Monster, die nichts getan haben und verschwendest auch noch die XP, die sie droppen. Wenn ich das Greta erzähle, Bro, hast du morgen ungefähr 50 Klimaaktivisten, die sich vor deinem Haus auf die Straße kleben. Viel Spaß damit. Neujahr und Weihnachtsevent, dass sie nicht mehr so krasse Events machen dürfen. Das schmälert die Einnahmen zu stark. Ich kann mir schon vorstellen, dass Gala da eine Vorgabe macht. Hört auf, den Leuten gute Belohnungen zu geben. Seid ihr wahnsinnig? Die cashen ja gar nicht mehr. So ungefähr. Es geht ab, Ari. Oh, Green. Boah, Volcano 3 und Volcano 4. Back to back. Trash. Ich habe eine Bilperon-Suit gedroppt. No way. No way. Oh man. 7 Millionen. Das heißt, wir wollen mindestens 4 Power Dice. 4. Wish me luck, guys. I will need it. 4 ist das Minimum. Alles ab 5 wäre geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tja, das ist Minus, RIP. Jetzt aber, verdammt nochmal. 4 Anläufe heute gebraucht, die Leute werden klüger. Aber nicht klug genug, nicht klug genug für den Maestro.
127.000 Profit. 127.000 Profit. Nicht klug genug für Mr. Reseller. Reiki, what's poppin'? 80.000 ausgegeben. 80.000 ausgegeben. 147.000 eingenommen. Ich verstehe es halt einfach nicht. Warum packt man sowas überhaupt in den Shop? Das ist einfach ein NPC-Schild. Der Typ hat 2050. Oh, da ist 8 im Shop. Vor dem Update. Das ist auch ein bisschen fragwürdig. Also die kann er jetzt auch noch ein paar Wochen behalten. Aber gut. Fresher. Diese Wings sehen halt so schlecht aus, ne? Ich habe mir die Elegant White Wings geholt. Und dachte, die sehen halbwegs nice aus und sehen dann einfach so unfassbar schlecht aus. Das ist fast das Swordboard noch besser. Und wenn ich sage, da ist fast das Swordboard noch besser, dann ist das wirklich verdammt schlecht. Das Problem ist halt, wenn man mit einem AOE-Skill von einem Melee-Character kämpft, dass du halt einfach in der Animation gefangen bist. Ich habe eine Alex-Suit gedroppt. Lol. Sogar SDR und Dex gestattet. Damn. It's actually a good drop. What do you want from me? What do you want? Ich erkenne einen Schnorrer, wenn er vor mir steht. Just kidding. Giveaway von geklauten Passive Cards? What? Ich denke mir einfach irgendwelche Codes aus. Uff, how to be a scammy YouTuber. Ich denke mir einfach irgendwelche Passive Card Codes aus. Baller die ein Video und sag, wer sie zuerst einlöst, bekommt den Gewinn. Und dann steht natürlich da, dieser Code wurde schon eingelöst und dieser Code ist ungültig. Und jeder denkt dann, er war nicht schnell genug. Dabei gab es nie einen Code. How to be a scammer 101. Was bringt? Ah. Hey. 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 Das ist mein Job. Was für ein Faker. Was für ein Faker. Edgar droppt schon his, yup. Und Boo droppt schon Angel. I don't know, man, ich mach die Regel nicht. Vermutlich ein starker Alkoholiker, der die Regeln gemacht hat. Starker Alkoholiker. Er foodet 5-mal. Er foodet 2-mal. Und danke, werde ich haben. Thanks. Thank you. Sir? Landmiene? Landmiene? Wie zum Teufel ist Landmiene nicht gestorben? Wie ist Landmiene nicht gestorben? I don't understand. Cheating. Landmiene ist am Cheating. Tja, Boet. Das war wieder ein klassisches Eigentor. Der hat überhaupt nicht gefoodet. Tja, Boet.
Tja, Bolt. Tja. Tja, Thaddäus. So viel zum fünfmal Fuden, ne? Wird die Droprate beeinflusst, wenn du mit einem übergelevelten Char in der Nähe des Bosses bist? Nope. Nur wenn der Char Schaden macht. Also ich könnte sogar H10, aber dadurch, dass ich ja mit Skill-Level, also mit dem Skill AOE und den die ganze Zeit drücken muss, weil ich keine Activation habe, lohnt es sich nicht zu H10, weil dann muss ich quasi AOE, HC, AOE, HC, AOE, also muss ich die ganze Zeit Fenster switchen mit nach jedem Skill. Das geht dann auch nicht wirklich schneller. Das ist einfach nur nervig. RIP. Ich war draußen! Ich war draußen! Er hat mich halt legit zurückgezogen. Ich war gestunt und der hat mich zurückgezogen. Ich meine, das ist mir schon klar, es war einfach ein Portbug. Aber visuell, rein visuell, hat er mich nicht getroffen. Aber bin trotzdem gestorben. Das ist so lächerlich, diese Pussy-Bugs, das ist... Das ist einfach nur räudig. Damn. Die Handy-Gang. Was ist denn hier passiert? Hat er den umgebracht und wechselt jetzt Channel? Das ist eine Crime-Scene. Das ist eine Crime-Scene. Jemand muss Columbo rufen. Moment mal, sind das beides Assists? Nee. Okay, wenn das jetzt beides Assists gewesen wären, hätte ich einen schrecklichen Fehler getan. Aber die habe ich letztens schon mal gesehen. Ich glaube, die sind legit. Die Handy-Gang. Ist da noch einer tot? Okay, vielleicht sind sie nicht legit. Vielleicht sind sie nicht legit. Das ist schon sehr verdächtig. Drei Leichen, die einen komplett unterschiedlichen... Naja. Was ist hier passiert? Also, erst dachte ich mir, ich bestelle zur Sicherheitssub des Tages, falls sie sagen, sie machen bei der Aktion nicht mit. Alter, normales Sub, ne? Also ich habe Chicken Fajita genommen auf Vollkorn. 8,99. Das hat mal 5 gekostet. 8,99, Alter. Junge. Und dann habe ich aber, also ich habe es durchgezogen, ich habe quasi nicht Sub des Tages bestellt. Also Chicken Fajita war nicht Sub des Tages, ich weiß gar nicht, was Sub des Tages gewesen wäre. Auf jeden Fall habe ich einfach Chicken Fajita bestellt, Wildcard. Ich hätte 9 € blechen müssen, wenn sie bei der Aktion nicht mitgemacht hätten. Habe es dann durchgezogen, habe es bestellt und dann beim Bezahlen eher so 8,99. Und ich so, ich würde gerne mit Punkten bezahlen, aus der mit der Karte. Also mit dieser Punktekarte halt. Und er so, scan mal. War sich auch nicht sicher, ob es funktioniert. Und dann, ah ja, passt. Und dann ohne bezahlen. Gedampft. Das war nice. Aber ja, da wäre ich richtig dran gewesen. Da hätte ich 9 € blechen müssen. Das war ein bisschen risky. Da war ich richtig am Sweaten beim Bezahlen. Weil es halt in der App nicht angezeigt wurde, dass sie dabei an der Aktion teilnehmen. Und die Aktion legit erst heute gestartet ist. Es hätte sogar sein können, dass es so Ultra-Larrys sind, die von der Aktion nichts wissen. Weil gut, mit Punkten zahlen geht eigentlich immer. Theoretisch, der hat es einfach nur mehr Punkte gekostet. Also jetzt kostet es halt 800 Punkte, normalerweise kostet es 1000 Punkte. Gut, das weiß man nicht, ne? Oh oh. Oh oh. Nein! Ich hätte ihn einfach killen können! Ich hätte ihn einfach killen können! Oh. Ich hätte ihn einfach killen können. No way. Ja, Moment mal, hätte er nicht eigentlich am Reflect Damage sterben müssen? Oh nein, ist das direkt... Uff. Er hat mich aus seinem Radius rausgekickt und ich wurde zurück reingezogen. Das kannst du dir nicht ausdenken, dieses Spiel. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Hold up! Wait, ist das nicht ein Bot?
Dieses Spiel, Alter. Macht mich fertig. Einfach Bots, die vor Giants weglaufen und sich währenddessen buffen können. Das kann doch gar nicht sein. Das hast du gemacht. I guess you did. Yes, you did drop that rhyme. Drop the rhyme, drop the line, made some money with Kevin Klein. Schieb ihn mir rein, deinen Schein. Ich bin dein und du bist mein. Damn. Money Boy confirmed.